Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Bausimulator im Multiplayer mit Zengis zusammen. Nicht in irgendeiner Version, nicht in der Bronze, nicht in der Silber, sondern natürlich in der Gold-Edition. So, Zengis, fahr. Ja, klar. Wie Sie wünschen. Wir fahren jetzt zurück zur Baustelle und werden dann ziemlich schnell den Auftrag abschließen. Ja, genau. Wir fahren natürlich das sieht der Plan Linie, ne? Vor. Wir fahren Ideallinie. Guck hier. Immer. Die gute alte Ideallinie. Ja, ist umweltfreundlicher. Ja. Und verkehrssicherer. Ein Ersparnis von... Man weiß es nicht. Oh, ein Ausrufezeichen. Was heißt das denn? Das heißt, keine Gefahr, weiterfahren. Guck mal, hier, da kann man, guck mal, da hätten wir sonst wieder Kurven fahren müssen, ne? Kurven, das ist tatsächlich ein Spritfresser, glaube ich. Ja. Deswegen, ne? Ideallinie. Ideallinie. Ist das neue Kurvig. Und ich meine auch, zum Beispiel auch ein Stoppschild ist eigentlich total blöd für die Umwelt, weil ich meine... Man muss sich vorstellen, dann steht so ein LKW und bis der dann wieder auf 50 ist. Ja, aber auch Geschwindigkeitsbegrenzungen. So, ne? Ja, nee, da, hier auch. Man muss einfach mal auch Mut zur Ideallinie haben, ne? Und da muss man einfach mal ein bisschen driften, dann kann man auch die Geschwindigkeit, oh. Oh, hat sich da irgendwie gerade mal Rollrasenbein selbstständig gemacht? Ja. Ich hab's nicht gesehen, aber... Ja, ich hab's schon gesehen. Sah ein bisschen lustig aus, weil alles andere so angekettet war, aber das flog da ein bisschen rum. Und man muss auch einfach mal überholen, weil man kann ja auch nicht auf jeden Rücksicht nehmen, ne? Also... Das stimmt. Prioritäten müssen gesetzt genau. werden. Genau. Ich meine, wenn man schon dann... Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, was denn? Hier regnet's nie, hier ist nie Nacht, hier ist auch nie Gewitter oder schlecht Wetter, hier ist immer schönes Wetter. Schlecht Wetter. Schlecht Wetter. Jetzt machen wir ja hier noch einen Stunt, einen kleinen... Wie bei uns in Elmshorn oben, ne? Ist auch manchmal schlecht Wetter. So. Ja. Was machst du denn jetzt? Warte mal, ich steig mal kurz jetzt auf. Jetzt stellst du mal vielleicht den Dings so, dass man es gut abladen kann. Naja, okay. Hm? Dann halt nicht. Dann... Lass ich das jetzt hier runter und entlade. Oh. Ist ja noch kein Wasser drin. Das ist aber irgendwie eine komische Form vom Schwimmbecken. Naja, wir werden sehen, wofür es gut ist. So. Zu Hilfe, zu Hilfe. Zengis. Eigentlich sollte es jetzt die Möglichkeit geben, noch so eine Betondecke oben drauf zu machen und dich für immer zu verbannen. Die gruseligen Gedanken. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, aber du kannst dich doch einfach in irgendein Fahrzeug setzen. Ja, okay, das können die machen, aber ich will doch hier rauskommen. Ja, bin ich mal gespannt, ob du es schaffst. Ich glaube, als Zuschauer wird einem da richtig schlecht immer hin und her rennen. Nee, komm, lassen wir das mal. Das hat keinen Sinn. Man kommt hier einfach nicht mehr raus. Nein, das war jetzt Quatsch. Was steht denn hier noch? Ah ja. Boah, das war knapp. Ich wurde gerade fast von einem schönen Fahrzeug hier überfahren. So. Jetzt nicht schon wieder reinspringen. Schön machst du das. Ja. Aber sehr schöne Lage hier, ne? Ja, das ist, deswegen ist das ja auch das Reichenviertel hier. Das ist der Berg. Die Höhe. Der Hügel. Ich glaube, das ist die Höhe. Das ist ja wohl die Höhe. Die Luft ist hier so dünn. Scheiße. Was? Nein.
Nein. Schnittholzlerche. Wir spinksen hier mal kurz durch den Zaun. Scheiße. Wie so ein kleiner Schelm. Kack. Ich muss noch mal kurz zum Dings. Zum Gartenhandel. Was hast du denn vergessen? Schnittholz, Lerche. Das ist aber gar nicht beim Dings. Deswegen, das ist beim Sägewerk. No. Ja, gehen wir noch in den Pool. Wir können mal kurz eine Challenge machen hier. Die Pool-Challenge. Genau. Ich finde dieses mit den... Nein, jetzt haben wir uns wieder festgesetzt. Egal. Passt schon. Diese ganzen Challenges, ne? Finde ich teilweise so komisch. Wir müssen noch eine Duschschaum... Keine Ahnung. Ich bin letztens nochmal über Duschschäume, den Titel, gestolpert, als ich ein paar Videos durchgeguckt habe. Beziehungsweise einem werden ja auch immer Videos an der Seite vorgeschlagen. Ja. Das ist sowieso ein interessantes Phänomen, das ich ein bisschen ungerecht finde. Weil war ich mal auf so ein paar Simulatoren-Kanälen unterwegs. Und es gibt ja immer die Kanäle, die direkt durch den Kanal durch vorgestellt werden. Also das kann man selbst beeinflussen. Und dann gibt es ähnliche Kanäle. Und wenn man ja irgendwie so eine gewisse Größe erreicht hat oder sowas, dann scheint so zu sein, dass man auch in diese ähnlichen Kanäle kommen kann. Und dann war ich auf ein paar Simulatoren-Kanälen und dann immer Nordrhein-TV Play. Das fand ich eigentlich ganz interessant, aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Naja, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Du darfst dir noch einen Gabelstapler gern mieten. Ja, Hashtag Duschschaum, ne? Duschschaum, genau. Da bin ich letztens nochmal auf das Ding gekommen, auf das Video. Das war auch im Bausimulator, haben wir uns drüber unterhalten. Aber ich habe immer noch nicht, also man kann den wohl nicht mehr online bestellen. Im Laden ist der immer weg irgendwie. Ja. Also, was ist mit den Duschschäumen? Wo ist er? Ach, da. Es klang, als ob du gerade getrunken hast, irgendwas. So wie mit einem verschlossenen Mund geschrien, quasi. Was will er uns mitteilen? Das ist die große Frage. Die Lösung des Rätsels. Was ist denn die Lösung? Ich hab gerade Nüsse im Mund. Hä? Und das ist jetzt so lustig? Nein, ich weiß nicht. Nüsse im Mund. Ich hab gerade Erdnüsse im Mund. Ah, Erdnüsse. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, weil das ist eigentlich eine Schande, das kann man nicht machen während einer Aufnahme, aber... Ach, du hast doch erzählt vor der Dings, dass du da irgendwie so ein komisches... Was war das? Erdnüsse. Ja, diese gesalzenen da. So, tschüss, ich fahr. Ich fahr dir mit dem Gabelstapler hinterher. Nein, Quatsch. Okay. Ich springe jetzt... Wie schnell er da ist. Ich springe jetzt bei dir rein. Und zack. Guck mal, wie schlecht der fährt. Boah. Ich dachte Umweltschutz. Ideallinie. Ja, aber Grünfläche. Okay, das war so nicht geplant. Aber ich habe noch gehupt. Ja, aber guck mal, jetzt ist der vielleicht kaputt. Dann fährt er nicht mehr. Das ist umweltschonend. Ja, das stimmt. Dum-dum-dum-dum. Wir müssen unbedingt noch mal gucken, wie das mit den Modifikationen geht, weil ich glaube, wenn beide eine Modifikation haben, dann... Du hast dir doch jetzt auch welche runtergeladen, oder? Ich habe ein paar, aber ich weiß nicht, jetzt nicht so eine große Auswahl, sag Boah, ich mal. Monatliche Abrechnung, 67.000. Oh. Ja, das können wir noch mal gleich... Also ich glaube, dass die meisten nicht Multiplayer, aber wir können das... Gleich mal kurz, wir können mal gleich dahin fahren. Das ist genau, eigentlich eine ganz es, gute Idee. Es gibt... Boah, was macht er denn da? Was macht da er denn da? Da war das. Ja, so manche sind, glaube ich... Genau, es gibt nur so ein paar oder bestimmte, die
fähig sind für den Multiplayer. Das ist auch ein schönes Haus hier, ne? Da rechts. Also wenn man es so alleine hätte oder so, oder? Also das meine ich jetzt nicht, das da hinten. Achtung. Danke. Was? Da gingen gerade noch Leute über den Zebrastreifen. Ja, bei mir nicht. Ja, aber bei mir. Ja, ist deswegen mir egal. Ich laut mir einmal egal. Achtung, also China, also laut ist relativ, aber habe ich einmal Achtung gesagt. Zum Zeichen der Warnung. So, dann mach mal hier dein, ne? Walte deinen Amte. Und falsches Deutsch. Das hat mich auch in den Kommentaren jetzt in letzter Zeit ein bisschen besorgt gemacht. Total viele Leute haben, also es gab teilweise den Fall, dass ich Kommentare einfach nicht entziffern konnte. Und das ist schon wirklich, das ist nicht gut. Also wenn nicht jedes Wort korrekt geschrieben ist, dann ist das schon okay. Das kann ja immer passieren. Gerade im Internet, da ist alles so schnell, und, sag ich mal. Ja, wobei ich finde, also man sollte sich schon Mühe geben, weil man... Gerade, also ich weiß, dass wir auch ziemlich viele junge Zuschauer haben, und gerade da ist es schnell so, dass man sich das falsch angewöhnt. Mhm. Irgendwas ist gerade im Teamspeak passiert, kann das sein? Ich habe nichts mitbekommen. Also es ist was passiert, ja, aber nichts, was uns jetzt zu interessieren hat. Ja. Was ist denn hier passiert? Es sind nur Leute in die Laberecke 2 gegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und achso. Sonst ist nichts... So, ne. Sonst ist nichts passiert, okay. Wieso ist da jemand, der bei sich im Namen bin ich da? Ja, das kann ich dir sagen. Damit man den nicht anschreibt. Ja, aber wieso geht man an die Laberecke 2? Wofür haben wir denn den AFK? Weiß ich nicht. Die Räume, die wurden alle so schön eingerichtet. Ja. Nicht von uns, aber. Oder ich muss auch den Server noch verlängern. So. Oder hier, bin da, anschreiben. Das ist auch sowas. So. So, Baustellenbereich frei. Zengas muss noch weg. Der Betonmischer, der steht im Weg. Was? Gut, wenn die meinen. So. Na. So. Und dann geht's hier einmal rum. Erfolgreicher Unternehmer, verdiene 2 Millionen mit Bauaufträgen. Boah. 10.000 XP. Ich bin kurz vorm 13. Level. So, jetzt würde ich vorschlagen, ich fahre mal mit dem Taxi jetzt zum wie heißt der Händler nochmal? Fahrzeughändler für 7C, was auch immer das für eine Währung ist. Und schau mal, ob wir hier Fahrzeuge... Nee, wir können uns kein Fahrzeug kaufen. Kein gemordetes. Ja, weil ich die noch nicht habe. Importfahrzeuge. Ja, die müssen beide haben, das ist die Sache. Ja. Tengis. Tengis. Was? Tengis. Hä? Tengis. Okay, ja. Dann musst du echt noch ein paar runterladen da. Aber ich denke, wir haben ja auch noch die nächste Folge. Wir machen jetzt schnell den Auftrag komplett zu Ende, indem ich jetzt zum Harpe. Dann kriegen wir das. Ich habe hier gerade ein sehr schönes Bild. Komm mal gleich zu mir. Das sieht sehr interessant aus. Wo bist du denn? Beim Pool. Da steht nämlich auch jemand. Ein Vorarbeiter. Steht er beim Pool? Ja. Und das ist ein sehr interessantes Bild. Na, tatsächlich. Ja, dann gehe ich mal zurück zum Pool. Ja. Gehe ich mal in den Brötchenwagen zum Beispiel. So. Wieso hast du ein schönes Bild? Ja, komm mal her. Oh Gott, das sieht aber verboten aus. Boah, Zingis. Nein, ich stehe... Entschuldigung, was kann ich dafür, wenn er so klein ist? Du bist ein kleines versautes Werkchen. Aber ich
Der Bürgermeister ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Der Pool ist aber auch wirklich sehr schick geworden. Es zittert hier irgendwie ein bisschen das Bild bei mir. Noch während er... Ja, weil ich im Erdhaufen stehe. Noch während er uns für die gute Arbeit gelobt hat, ließ er durchblicken, dass die Stadt wohl schon länger Pläne für ein neues Schwimmbad in der Schublade hätte. Oh. Nicht in der Schublade. Und dann hat er gerade herausgefragt, ob wir nicht an der entsprechenden Ausschreibung teilnehmen wollen. Ich habe sofort eingewilligt. Ich nehme an, das hättest du an meiner Stelle auch getan. Na klar, das klingt ja fantastisch. Ja, das dachte ich mir auch. Bin mal gespannt, ob wir den Zuschlag bekommen. Ich drück die Daumen, bis es soweit ist, mache ich mal weiter. Melde dich, sobald du was Neues hörst. Okay. Wow. Und damit... Wow. Das ist jetzt hier das Schwimmbad? Nee. Wo ist das Schwimmbad? Hier. Achso, okay. Ich dachte schon, hier dieser mickrige Teich. Ja, das muss ich mal kurz noch fotografieren. Und trotzdem gilt für euch schon... kann ich es nicht... Nee. Ich kann da nicht drauf. Hallo, das ist nur für den Bürgermeister und seine... Das ist für die Prominenz. Sippe. Nur für die Prominenz. Wir dürfen da gar nicht rein. Wenn wir mit unserer undreckigen... Komisch, auf den Dings, auf den Tennisplatz konnte ich komplett drauf. Ich konnte da nicht drauf. Nicht? Nö. Aber er sieht schon... Wobei, ich finde, das ist zu wenig abgeschottet. Für die Prominenz müsste jetzt eigentlich noch so ein Zaun oder hier so eine Hecke. Noch, genau, so eine Hecke, so eine große Riesen. Hecken. Und außen nochmal so ein... Hecke und Zaun. Naja, gut, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.